Hallo. Wie du sicher weißt, müssen Pflanzen keine Nahrung aufnehmen wie Tiere. Sie ernähren sich stattdessen von Wasser und Kohlenstoffdioxid aus der Luft und wandeln diese beiden Moleküle mittels Licht in Glukose und Sauerstoff um. Diesen Prozess kennst du als Photosynthese. Aber hast du dich auch schon mal gefragt, wie viele Moleküle Wasser eine Pflanze braucht, um ein Molekül Sauerstoff zu bilden? Oder wie viele Moleküle Kohlenstoffdioxid für die Herstellung von einem Molekül Glukose gebraucht werden? Schau dir einfach dieses Video an. Hier erfährst du es ganz genau. Die Photosynthese läuft in den Chloroplasten von grünen Pflanzen ab. Dort werden aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Sauerstoff und Glukose gebildet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.